Ich wünsche einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video jetzt zu sehen bekommt. Heute ist höchstwahrscheinlich Freitag, der 29.04. So, ich habe jetzt den ganzen Tag damit verbracht, um mir Gedanken zu machen darüber, wie ich die nächste Woche und vor allem morgen noch mit Videos eindecke, weil ja heute um 17 Uhr die neue Season in Diablo beginnt. Und ich seit neuestem auf Twitch streame. Jetzt schon seit 2,5 Wochen. Den meisten dürfte es entgangen sein, obwohl ich eigentlich hier einen Link eingebaut habe zu meinem Twitch-Kanal. Gut, es ist jetzt natürlich ziemlich klein und daher hat man es vielleicht übersehen. Auf jeden Fall, für alle, die neugierig sein sollten, ich streame wahrscheinlich 24 Stunden, vielleicht auch länger, ich weiß es nicht, je nachdem, wie lange ich aushalte. So, und das dürfte ganz lustig werden, weil die anderen Streams, die ich bis jetzt gemacht habe, auch ganz lustig waren. So, und ich habe auf jeden Fall geplant gehabt, dass ich heute noch Videos fertigstelle und so für morgen und für die kommende Woche. Aber ich beobachte jetzt meinen Kanal ein paar Tage. Die Abonnenten werden immer mehr. Vielen Dank an der Stelle. Aber meine Videos werden nicht geguckt. Also das stimmt nur halb. Ich habe das Gefühl, dass von all den Abonnenten, die mich jetzt abonniert haben, alle denken, ich wäre ausschließlich ein Reptilienkanal und sich deswegen meine Gaming-Videos gar nicht erst angucken. Wobei das stimmt auch nur halb, weil Minecraft wird geguckt zum Beispiel. Und unter alle anderen Videos wird dann einfach drunter geschrieben, werden einfach Fragen untergeschrieben, wann dann das nächste Condotter-Video kommt. Und da habe ich mir jetzt gedacht, warum soll ich jetzt die Nacht zum Tag machen und irgendwie versuchen, die letzten Videos noch zu schneiden, damit die Woche über voll mit Videos ist, wenn es im Grunde eh keinen interessiert. Das heißt, ich mache das jetzt einfach so. Ich mache jetzt Freitag, kommt kein einziges Video und die nächste Woche werde ich höchstwahrscheinlich die komplette Woche kein einziges Video hochladen. Es sei denn, ich habe schon früher die Lust am Stream verloren, dann fange ich irgendwie Ende nächster Woche wieder an mit Videos. Aber rechnet mal damit, dass die übernächste Woche wie gewohnt ohne Ausfälle ganz normal wieder Videos kommen. Weil ich denke mir, die Reptilien-Videos sind ja online, das ist ja das, was ihr sehen wollt. Und die Gaming-Videos kosten mich momentan einfach nur Zeit und sind momentan noch nicht so gefragt. Das heißt, wenn da jetzt mal eine Woche nichts kommt, dann geht die Welt davon nicht unter. Und für alle Leute, die sich für den Gaming-Kram interessieren, dafür ist ja dann der Stream online. Und ich denke, ich brauche das auch einfach mal eine Woche so ein bisschen Pause vom ständigen Videoschneiden, weil ich habe jetzt teilweise am Tag mindestens 2 Videos hochgeladen, manchmal sogar 3. Und betrachten wir die Woche, die ich jetzt Diablo streame, oder überhaupt die Woche, die ich jetzt streame, als kleinen Urlaub. Und dann gucken wir in Zukunft mal, wie der ganze Kram weitergeht. Mich würde jetzt mal interessieren, für alle, die das Video jetzt sehen, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, warum ihr auf meinem Kanal gelandet seid. Ob ihr wirklich alle nur wegen den Cornhunter-Videos hier seid oder ob ihr euch auch für die Gaming-Videos interessiert. Das würde mich mal stark interessieren. Natürlich, sind nicht alle Spiele was für jeden. Deswegen habe ich eine große Auswahl und nicht so wie am Anfang nur Diablo 3, sondern halt auch Far Cry Primal, Minecraft, The Division, Tom Clancy's Rainbow Six, Anno 2205. Demnächst kommt auch Anno 2070 und Anno 1404. Das habe ich alles schon da liegen. Und eventuell auch noch Overwatch und so weiter. Ich muss in Zukunft gucken, dass ich irgendwie die Video-Uploads so
so einstelle, dass es für mich auch machbar ist und ich nicht irgendwie in Arbeit untergehe. Aber abgesehen davon macht mir das alles sehr, sehr viel Spaß. Ich mache es wirklich gerne. Und ja, also schreibt mir doch mal drunter, weshalb ihr auf meinem Kanal gelandet seid. Und vielleicht auch, ob ihr euch für den Stream interessiert oder ob ihr dabei sein werdet, wenn ich die Season streame. Ich beginne um 17 Uhr beginnt die Season, das heißt ab 16:30 circa werde ich online sein. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann entweder im Stream oder in der Woche danach, also übernächste Woche. Das heißt, Moment, ich gucke jetzt mal kurz, dass ich euch auch ein Datum nennen kann, ab wann ich wieder anfange. Also, heute ist der 29. Diese Woche, am 1. ist der Sonntag, die Woche darauf ist der 8. Das heißt, ab 9.5. die Woche, werde ich wieder regelmäßig Videos hochladen. So. Und damit wünsche ich euch allen eine angenehme Nacht oder einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns ja später. Und bis dahin, haut da rein und macht's gut.